lieben Zuckerschnuten, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich drehe heute noch ein Video für unser Easter Trees Event ab. Es neigt sich ja nun dem Ende, wir haben nicht mehr viele Tage. Eigentlich bin ich immer traurig, wenn dann so ein Event zu Ende ist, weil es einfach vorbei ist. Aber nichtsdestotrotz möchte ich natürlich noch ein. Ob das jetzt das Abschiedsvideo ist, kann ich euch noch gar nicht sagen. Wir nehmen jetzt erstmal so hin. Vielleicht mache ich noch ein kleines Video, um zu zeigen, was ich gemacht habe, aber eigentlich. Ach ja, ich weiß es noch nicht. Ich glaube, bei Fossi Trills 2023, nee, 2024 habe ich das gemacht. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob ich es. Weil so viel zu zeigen ist ja eigentlich gar nicht. Ach, mal gucken. Auf jeden Fall dachte ich mir, mein Bild ist ja nun fertig, dass ich mit euch mal noch was anderes mache. Und als ich diesen Action Haul gemacht habe, hatte ich euch ja gesagt, dass ich das eventuell mit euch noch zusammen machen will. Ich musste lachen, als die liebe Prina das in ihrem Video ausgepackt hat. Schaut gerne mal bei ihr vorbei, bei Prinas Welt. Ja, diese vielen Kugeln. 40 Holzkugeln sind hier drin. Ich weiß nicht, wo wir die alle hinmachen sollen. Aber wir werden jetzt erstmal noch. Ich habe mir das schon rausgeholt hier, nämlich. Painten. Ich muss erst mal gucken, ob wir alles painten. Aber die Ente hat eh. Nee, ich habe jetzt gedacht, das Gelbe ist alles zu painten, aber das ist hier gar nicht viel. Mal gucken, ob wir jetzt alles zusammen painten, wie wir mit der Zeit hinkommen. Aber das entscheide ich dann spontan. Auf jeden Fall möchte ich jetzt mit euch ein Stückchen nach unten fahren. So. Irgendwie gefällt mir heute das überhaupt nicht so richtig. Mal gucken, wie sich das ergibt. So, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt. In meinem Shop gibt es ein neues Schlüppchen. Das bekommt ihr wieder mit Pinsel und mit Löffel. Und wer möchte, mit den Markierungsklappern. In den passenden Farben. Das ist wie bei meinem anderen Siebenfachschiffchen, ne, mit den eckigen. Ihr habt hier auch Ausschütter dran. Aber wisst ihr, ich mache die gar nicht auf, deswegen. Tada! Ne, sind auch Ausschütter dran. Ich schütte ja meins immer über die Ecke ab. Ne? Also von daher. So, ich würde die jetzt alle mal rausholen. Wir haben nämlich 2, 3, 4, 5, 6, 7 Farben. Perfekt. Genau. Wir werden jetzt mal. Ich mache mir das jetzt mal. Ich stelle mir die jetzt mal hier hin. Wartet mal, wir fahren mal doch noch ein Stückchen raus. So. Ihr müsst mich ja nicht immer genau hinten sehen, oder? Ja, ich denke schon. Ich gucke nochmal, wenn ich jetzt meine Tischlampe anmache. Das blendet jetzt nicht unbedingt dolle, oder? Nö, das können wir so lassen. Das ist für mich besser. Ich schneide mir jetzt erstmal die Tütchen auf. A, B, C, D, E, H, J. Und nehme noch ein Schiffchen dazu. Weil das große jetzt, das mag ich jetzt gar nicht anreißen. Das hat übrigens auch so einen Ausschütter, ne? Das sind Sechsfachschiffchen. Sechseckschiffchen, ne? So, und da machen wir das jetzt so. Und schütten das einfach mal hier rein. Das fliegt dann eh fort. Ja, also das hatte ich beim Action geholt. Das haben auch einige. Ich habe es schon gesehen in meiner in der Gruppe bei mir, die ja die liebe Steffi damals ins Leben gerufen hat. Da hat auch eine liebe Painterin das gepaintet. Das habe ich gesehen. Und da fiel mir das wie Schuppen von den Augen. Ach ja, da war ja was. Das wollte ich doch auch noch machen. Ja. Und da dachte ich mir jetzt, dass ich doch mein wöchentliches Video auf alle Fälle noch abdrehen möchte. Aber ja, mit meinem Easter Tracking war ich ja fertig. Und ein neues Bild wollte ich nicht anfangen. Also musste ich mir jetzt was einfallen lassen. Und dann dachte ich mir, ja, gute Idee. Das kommt ja wie gerufen. Ich hätte auch noch so ein so ein Osteraufsteller machen können, aber ach nee. Vielleicht mache ich noch einen. Die Strasssteine, die reizen mich ja total.
Ich hatte mir ja auch schon rausgelegt, aber ich dachte, nö, jetzt möchte ich gerne das fertig kriegen, weil ich mal gucken will. Oh, hier ist wieder so ein schöner Flederton. Ich liebe diese Flederton. Aber wisst ihr, ich habe noch gar keinen Stift. Was nehme ich denn für einen Stift? Ein Osterhasenstift, oder? Ja, denke auch. Warte, ich bin gleich wieder da. Da ist er. Heute mal gelb. Wie gesagt, oder nicht wie gesagt, ja, 12% auf meine Osterwache habt ihr im Shop. So, passt mal auf. Ich überlege gerade, was ich für ein Wachs nehme. Aber Liebe und Glück. Nee, jetzt auch nicht. Das will ich jetzt nicht. Wir nehmen mal das hier. Zünden. Glycinen. Also ähnlich. Das riecht so. Ich kann euch aber nicht sagen, was das für ein Duft ist. Es riecht auf jeden Fall total lecker. Na, wie ihr ja wisst, bei mir kommt als erstes immer normaler Wachs rein. Ich will ein bisschen schön sparen mit meinem Duftwachs. Kann ich ja nicht immer so viel nehmen. Nö, 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 nö. So, das lassen wir stehen, damit es schnuppert. Jetzt fahre ich euch aber wirklich ein Stück runter. So. Was machen wir zuerst? Wir machen die Tulpen. Ich brauche jetzt hier keinen Coverminder, weil ich ziehe das ab und dann ist gut. Ach, guck mal, hier ist geladen. Oh, bleibt dein Finger hängen. Das geht nicht an. Jetzt. So. A, B, C, D, E, H, J. H. Na gut, man sieht ja, was es ist. Also, ihr Lieben, ja, jetzt neigt sich das Event dem Ende. Ich bin schon ganz traurig, aber das habe ich euch ja vorhin schon gesagt. Weil irgendwie, ich weiß nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist eine Verpflichtung, dass ich jede Woche ein Video drehe, aber das gehört dann bei den Events für mich einfach dazu. Und wenn ich dann, wenn schon Donnerstag ist und ich das, also ich meine, ich drehe es ja Freitag, muss ich es ja hochladen, also muss es Freitag fertig sein. Das heißt, ich muss am Donnerstag auf jeden Fall gedreht haben. Und wir haben jetzt schon wieder Donnerstagabend und morgen ist Karfreitag. Das heißt, ich muss es ja irgendwie morgen Vormittag noch bebildern. Und das ist immer mit den ich brauche mehr Zeit. Aber das ist nun mal so, ne? Ich habe mich jetzt in das Arbeitsleben zurückgefunden und ist ordentlich zu tun. Da, ja, das wäre schlimm, wenn nicht, ne? Das ist immer nur die Firma meines Mannes. Und, aber ich muss echt sagen, A, B, C, D, E. Ich muss echt sagen, ich bin ausgefüllt, komplett. Aber wisst ihr, das klebt hier so bescheiden. Hat von euch. Ihr klebt's doch aber. Na, mal sehen. Also hier muss ich auf jeden Fall versiegeln. Das steht fest. Meine Tochter, die ist arbeiten. Also meine Große, ne? Mein Freund, der ist hier. Der holt sie dann wieder ab. Und mein Mann kocht von Karfreitag einen Gulasch. Gulasch oder Gulasch? Gulasch. Gulasch. Naja, wie auch immer. Schön mit Rotkraut. Und die kochen gerade drüben. Und quatschen da Männergespräche. Und ich habe nur gesagt, sie sollen nicht so laut sein. Weil irgendwie finde ich die Wand sehr dünn. Also solltet ihr irgendwas brummen und summen oder irgendwas hören, das ist die Küche. Also das scheint hier wirklich der Kleber nicht der beste zu sein.
Gucken, wenn ich das dann anheme, ob die Steine abfallen. Weil dann brauche ich ja die Girlande erstmal gar nicht zusammen. Ja. Tulpen sind schon was Schönes, ne? Aber Ostern gehören eigentlich für mich Osterglocken dazu. Ich werde am Samstag bestimmt noch welche kaufen gehen. Weil wir waren ja heute, also Donnerstag, ne? Heute einkaufen, heute Nachmittag. Und eigentlich bin ich nicht so der Einkäufer vor dem Feiertag, ne? Das habe ich eigentlich immer vermieden. Ja, es ging, als ich krank geschrieben war. Und auch vorher. Aber irgendwie jetzt nicht mehr. Und mein Mann hat gesagt, ja, wir gehen immer donnerstags einkaufen. Wir gehen wir jetzt Donnerstag einkaufen und fertig. Aber irgendwie fand ich das gar nicht voller als sonst. Keine Ahnung. Unsere jüngere Tochter war mal wieder mit. Die hat ordentlich mitgeholfen. Ja, so, wartet mal. Jetzt drehe ich das mal um. Also abfallen tun sie nicht. Scheint sie zu kleben wenigstens. Jetzt kann man das Loch schon mal hier rausnehmen. Ein Riesenloch. Ich das Band schon gezeigt. Ja, aber nicht ein Riesenloch. Da ist so eine Nadel dabei. Naja, wir gucken dann. Ich lege das mal zur Seite. Jetzt machen wir das Endchen. Also wenn es will. Das klebe ich durch. Das finde ich so cool. Kloppt, oder? Naja, manchmal haut es durch bei mir. So, dann brauchen wir wieder das J. Also entweder gab es bei uns nichts. Also ich war ja nicht normal. Also ich weiß gar nicht. Das hatte ich doch im Action. Ah, das hatte ich doch im Action gekauft, als wir im Februar im Urlaub waren im Harz. Genau. Weil es ja bei uns immer im Action nichts gibt. Aber ich habe jetzt auch, wenn ich so rumgeguckt habe bei Facebook und so, ne? So wirklich anderes Osterzeug gab es nicht im Action diesmal, oder? Also wie Karten oder so. Ich hänge noch ein Stück dran. Und sonst gab es doch auch noch Osterkarten oder irgendwas. Die Prina hat ein Video gemacht, die hatte schöne Magnete und so. Fand ich auch toll. Also nicht für Ostern, aber überhaupt. Aber wie gesagt, ne, das letzte Mal schon gesagt habe, da hinfahren. Brauche ich schon ein bisschen Zeit dafür. Und mit Kindern ist das doof. Die wollen dann immer alles haben. Ja, geht mir genauso im Action. Aber ich brauche da wieder meine Ruhe an. Da. Ja. Und guck mal hier und guck mal da und das ist toll und kriege ich das? Ja, verständlich ist das, ne? Und da kommen die tollsten Dinge raus, die man dann unbedingt braucht. Ich brauche das unbedingt, Mama. Ich auch. So vieles. Nur damit ich es habe. Oder? Man kauft sich die Bilder und ja. Ich habe ja nun ein Bild gepinnt wieder vom Action. Das hatte ich ja bei Heavy Animal gepinnt von der lieben Perla. Ach, das war auch ein tolles Event. Ich freue mich schon aufs nächste bei ihr. Da mache ich auch wieder mit. Das weiß ich jetzt schon. Und da habe ich ja den Kolibri doch nicht. Das war ein Rotkehlchen, oder? Das war, glaube ich, ein Rotkehlchen. Genau. Das habe ich da gepaintet. Mit diesen rosanen Blumen. Das war ein tolles Bild. Das hat sich gut painten lassen. Das muss ich sagen. Aber alles andere kommt in dem Review. Und bei Easter Trills habe ich ja den Wendell Spengler, den Easter Dragon gepaintet von Diamond Art Club. Ah, das war doch toll. Wieder richtig schön nach meiner Liebe und nach meinem Painting Style habe ich das Bild gepaintet.
Wobei mir das Gässchen-Painten jetzt auch gefällt. Und gut ist für das Bild von der, für das Event von der Pichu. A, B, C, D, E. Dieses Diamantzauber. Also da muss ich auf jeden Fall Kästchen machen. Mal sehen, wie viel ich da mache. Aber das, da mache ich noch auf jeden Fall ein Kitting ab. Und dann werdet ihr das sehen. Genau. Ach, ich freue mich, endlich mal wieder Videos drehen. Also eins zumindest. Ja, ich weiß, ich drehe ja mindestens eins die Woche, weil ich ja. Aber ich. Videos vordrehen wäre gut. Aber wir fahren ja jetzt Ostern nicht in Urlaub, wir bleiben ja zu Hause. Und da ist das auch nicht so schlimm. Also, was heißt, wir bleiben zu Hause? Wir bleiben jetzt nicht die ganze Zeit zu Hause, aber. Wir haben schon ein bisschen was vor. Aber wir fahren dieses. Wir fahren ja nicht weg. Ich wollte nicht sagen, wir fahren dieses Mal nicht weg, sondern wir fahren diese Ferien nicht weg. Bei Ostern sind wir noch nie weggefahren. Außer halt zu meinen Eltern. Und diesmal werden wir uns wohl in Döbeln treffen. Da hat ja der Karls-Adl-Hof aufgemacht. Und das ist ja nicht weit weg von uns. Und da wollen wir uns so treffen. Mal gucken. Tada! Zweites fertig. Jetzt machen wir das Häschen. Das sieht komisch aus. Das gefällt mir nicht, das Häschen. Das hat so komische dünne Ohren. Das sieht auch nicht aus wie ein Hase. Oder der Puschelschwanz. Der geht. So, das ist A. Oh, haben wir hier die Ohren. Das klebt schon wieder nicht. Das klebt wieder. Also wir waren. Der Dübeln hat ja aufgemacht am letzten Samstag. Der Karls-Adl-Hof. Und wir waren dann Sonntag dort. Also ich muss sagen, ja, es war voll ohne Ende, klar, logisch. Und dann lese ich echt bei. Ich weiß gar nicht, bei Instagram. Oh, ist egal, jedenfalls eine Story von Karls-Adl-Hof. Dass sie tatsächlich auf der B169 geparkt haben. Ich muss ja sagen, der Parkplatz ist groß, ja. Aber der ist einfach zu klein. Zumindest jetzt. Aber die machen wir fürs Osterwochenende irgendwo in dem Gewerbegebiet mit Shuttle dann. Kann man das Auto dort hinstellen und dann fährt ein Shuttlebus. Mal gucken, wie wir es regeln. Ob wir Platz finden oder nicht. Und wo das Gewerbegebiet ist. Also ich vermute ja eigentlich, dass es nebenan ist, das Gewerbe. Nein, mal gucken. Und da werden wir dann uns mit meinen Eltern dort treffen. Und als wir am Sonntag waren, also das kostet 15 Euro Eintritt. Oder ihr habt halt die Jahreskarte, ne? Die geht ja für alle. Karls-Adl-Hof. Standorte. Die hatten wir auch mal ein Jahr lang und haben die ganz gut genutzt. Das Problem ist halt, dass wir immer nach Berlin fahren, also in der Nähe da von Berlin, ne? Fahren wir ja immer. Und da fahren wir schon eine Weile. Das ist nicht einfach mal schnell. Wir könnten jetzt wieder eine Jahreskarte holen für Döbeln, weil wir da fahren wir, glaube ich, 40 Minuten, 35 Minuten hin. Aber ich muss euch sagen, noch. Es klingt jetzt doof, aber noch lohnt sich das nicht. Also die haben den wunderschön gemacht, da gibt es gar nichts. Und ich finde auch, die haben viel, was eben umsonst ist. Und deswegen, als sie dort waren, die eine Zwingerin, die haben einfach Spaß gehabt und ohne dass wir irgendwas bezahlt hätten an Gerätschaften und von daher. Also wir haben es aber vorher schon gesagt, dass wir das mal alles angucken, gucken, ob sich das lohnt. Dann können wir ja immer noch eine Karte holen. Oder halt, also für einzelne Fahrgeschäfte dann halt mal. Aber die wollten gar nicht. Und dann war es kalt und dann haben wir gesagt, ach kommt, A, B, C, C, D. Hä? A, B, C, nee, ist D. Eieiei.
Und ja, mal gucken. Und da haben wir so gedacht, es wäre ein schönes, wunderschönes Osterwetter werden, dass wir uns, meine Eltern und wir uns da treffen. Ich glaube, meine Eltern fahren ein bisschen länger als wir, oder? Nee, könnte genauso sein. Ja. Ungefähr genauso, genau. Das ist so die Hälfte von der Strecke. Ja, das war so meine Idee. Mein Garten ist noch nicht. Wasser läuft ja noch nicht. Und dann sieht es ja auch noch aus. Und dann machen wir das so. Und Sonntag, Montag, dann, das weiß ich noch nicht. Da wollten wir uns eigentlich im Karlsadhof in Berlin treffen. Mit einer lieben Mami von, oder mit Familie von der Mutter-Kind-Chor. Aber da müssen wir nochmal abchecken, ob das klappt. Und wenn ja, wäre das total toll. Ich würde mich so sehr freuen. Nee, das hatte ich was vertauscht hier. Das ist gelb, das Haar. Ja, wir haben immer noch Kontakt. Sporadisch aber. Aber wenn jemand Geburtstag hat oder so, dann gratulieren wir uns. Und ja. Und mit der Familie wollten wir uns einfach bald treffen, eigentlich auch. Es ist ja nur schon ganz schön viele Monate her. Weil mein Sohn, ja, dem jüngeren Sohn von ihr, sein das ganze Playmobil-Polizei schenken will. Komplett-Set. Ganzen Fahrzeuge, die Polizeistation. Und ich hatte das ja nach der Kur, haben wir das gleich weggepackt. Ja, und seitdem steht es auf dem Dachboden. Letztens geguckt, was in dem Karton drin ist. Ach ja, da war ja was. Mich gewundert habe, was da drin ist. Weil der ja nur so groß ist. Und da fiel mir das wieder ein. Ach ja, das wollten wir ja verschenken. Ja, genau. Der ist 3. Der hat meinem Sohn Geburtstag. Und mit meinem Schwiegersohn. Mein Sohn und mein Schwiegersohn haben am selben Tag Geburtstag. Hi. Und der Kleine halt auch. Total cool. Es ist schon krass, wie die Zeit rennt, ne? Ich war letztes Jahr im Juli bis Anfang August zur Kur. Und das war so schön. Und jetzt haben wir letztens erst kurz geschrieben und haben gesagt, alle wieder hin, alle wieder hin. Ja, wir kommen alle wieder mit. Also, ganz ehrlich, das war so toll. Vermisst die Zeit richtig. Also ich vermisse nicht nur die Zeit, die man dort verbracht hat, sondern die Menschen, ja, die, also nicht das Personal da unbedingt. Also ja, die ich ganz toll fand, war ja diese die Waldtherapeutin. Also die fand ich total toll. Gab schon so, ne? Aber die Erzieherin nicht. Also die vermisst man. Die ist so wie ich, aber die war nicht wie ich. Die konnten die Kinder nicht leiden. Nee, die war ein bisschen komisch. Aber nicht so komisch, dass die Kinder nicht hingegangen sind, sondern ja, die hatte irgendwie eine komische Art an sich. Und ich nehme mir da ja auch kein Blatt vom Mund. Na, wenn mir was nicht passt, dann sage ich das und dann ist okay. Ich sage es in einem normalen Ton. Und von daher wird das dann eigentlich auch berücksichtigt, wenn es das wäre. Also es gibt ja immer mal irgendwas. Aber das war das Einzigste, wo ich sage, die war blöd. Aber ansonsten, es war halt toll dort. Und das vermissen wir alle. Ich glaube, da geht es dann nicht unbedingt nur um die Auszeit, die man dann hat, ne? Vom Alltag, sondern einfach wir als Gemeinschaft.
Das war so toll. Das war einfach so toll. Ich, ja, ich lieb's. Ich liebe die Zeit, ich liebe diesen Rückblick, ich liebe, ja, das war halt, das war, wie sagt man, das war ein Anker, der mich hat erden lassen. Ach, was weiß ich, irgendwie so, ne, der mich zurückgeholt hat, die mich da. Ich glaube, es ging nicht darum, was sie mit uns gemacht haben. Die uns gezeigt haben, wie man Sport macht, ob die uns gezeigt haben, wie man entspannen kann. Ob die uns gezeigt haben, dass Sport nicht nur anstrengend sein kann, sondern dass es auch hilft, zu entspannen, auf eine Art und Weise, ne? Oder als wir eben diese Waldtherapien hatten, ja, das. Na, das sind halt so Dinge. Was ich halt toll fand, waren diese Familienaktionen am Wochenende. Und da halt auch mit den anderen Familien zusammen was gemacht hat. Als komplette Familie. Das fand ich halt toll. Und das hat unsere Gruppe da echt zusammengeschweißt. Ne? Das muss man einfach so sagen. Und, ach, ich könnte die ganze Zeit nur schwärmen davon. Und ich kann immer fahren. Ich vermute, dass da einige noch fahren werden zusammen. Mal noch irgendwo hin. Aber ich kann ja nicht mehr fahren. Meine Kinder sind so alt. Aber ich bin nicht die Einzige, die nicht mehr fahren kann. Ja, eine Mutterkurma. Nee, dafür geht es mir jetzt zu gut, sagen die dann. Ich habe nichts mehr. Ich bin jetzt geheilt, ich gehe wieder arbeiten. Ha, ha, ha. Nee, weiß ich nicht. Ich muss ja sagen, ich war seit der Kur nicht wieder beim Arzt. Na, also, ich habe mich da nicht wieder blicken lassen, weil ich ja dann bei meinem Mann angefangen habe mit Arbeiten und. Ich da ja dann auch gesagt habe, also nee, wenn ich jetzt anfange, dann. Das reichte dann nur. Ich musste wieder. Ich hab's. Es war eine schöne Zeit. Das werde ich auch nie, nie. Also ich habe es nicht bereut und ich werde es nicht bereuen. Das weiß ich. Dass ich mir diese Auszeit gegönnt habe. Was heißt gegönnt? Das ging nicht mehr, ne? Also, es war breit. Ging nichts mehr. Und wenn man dann sieht, was man für Fortschritte macht, wo andere denken, hä, was ist da normal? Nee, das ist nicht für jeden normal. Nein, nein, nein. Ganz und gar nicht. So, ihr Lieben, jetzt habe ich mit euch mit irgendwelchen Müll vollgelabert, aber ich hatte heute kein richtiges Thema, aber ich wollte mit euch hier noch ein Easter Trolls Paint with me machen. So. Guckt mal, jetzt haben wir hier alles fertig. So. Nochmal riechen. Ah, nee, ich lasse ein bisschen auf. So. Die kommen dann alle weggeschüttet hier, die Steinchen. Jetzt klebt es hier. Hier fehlt noch was. Das Äuglein fehlt noch. Aber guckt doch mal. Ich habe jetzt zwei solche dunklen Steine. Nein, drei. Hier ist das Auge und die Nasenspitze. Wahnsinn, oder? Bestimmt die 820. Das wird jetzt 209, 210 sein oder so. Egal jetzt. Auf jeden Fall habe ich jetzt überall was dran. So, versiegeln kann ich auch noch, wenn wir das zusammen gebaut haben. Jetzt fahre ich jetzt ein Stück hoch. Sonst gucken sie euch vielleicht an. Ja, das will ich auch nicht. Guck mal. Also mit 40 solche Kugeln. Normale Holzkugeln ist nur ganz leicht. Dafür ist das auch gut. Ja, ich wollte gerade sagen, eigentlich war doch hier noch so eine Nadel dabei. Damit wir die da durchkriegen. So, dann haben wir hier noch eine schicke Anleitung. Ja, da seht ihr das. Drei da hinten.
Ich weiß noch gar nicht. Ei, guck mal, ihr habt da sogar stehen gehabt, welche Farben für das Bild benötigt werden. Das ist ja auch cool. Das habe ich gar nicht gesehen. Ah ja, ein Toolkit war auch drin, aber das hatte ich schon rausgenommen. Ihr seht ja, das war das ganz normale Toolkit. So, Samo, haben wir jetzt das Band hier. Jetzt mache ich hier das mal auf. So. Ist noch ein gelber Stein. So, mir einfach mal eine größere. Also, entschuldigt, ich war schon wieder völlig in meinem Tran hier. Weil die Löcher sind ja riesig. Da müssen wir. Also rein theoretisch müssen wir jetzt hier. Ich benutze jetzt doch die Nadel. Ziehe ich mir jetzt ordentlich hier durch. So. Und dann machen wir jetzt hier einfach ein paar Kullern drauf und ziehen die jetzt hier durch bis zum Ende. Ja, es hält. So, und dann müssen wir jetzt. Wir haben das hier gemacht. Ei, kriegen Ei. Dann machen wir das jetzt. Ei. Ja. Und dann müssen wir das hier eigentlich festknoten. Sonst rutscht das ja alles hin und her. Oder wie machen wir das jetzt? Lassen wir das jetzt einfach so, wie das ist? Oder machen wir jetzt hier. Ich guck mal, wie das ist. Kann ja den Knoten wieder rausmachen. So, da rutscht das wenigstens nicht hin und her. Haben wir zwar hier noch ein bisschen Platz, aber das ist ja egal. So, wie viel machen wir jetzt hier dazwischen? Zwei. Habe ich auch Holzkugeln übrig. Aber zu viel Holzkugeln bin ich auch nicht. Wobei, nee, wir werden mal drei hier machen, sonst denke ich, man muss ja so viele da reinmachen. Sonst gunsen ja die Teile aneinander. Wartet mal. Müssen wir das jetzt hier probieren. So machen wir das. Tudu. Gucken, ob das reicht. Ich das jetzt hier hochhalte. Ja, das reicht. Aber irgendwie. Das kriegt man nicht so richtig hier. Das hängt mir zu straff. Oh, wisst ihr, dass ich wieder zum Lesen gekommen bin? Mein Mann, der hatte mir. Hieß hier fälschend alles ab. Kann ich schon wieder Brücke. Hier seht ihr. Ich zeige euch gleich, wie ich das mache. Das hängt mir immer noch zu weit oben. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Ach ja, ich bin wieder zum Lesen gekommen. Und zwar habe ich euch erzählt, dass ich zugenommen habe. Habe ich euch erzählt, oder? Ja, ich bin völlig entsetzt, ey. Geht gar nicht. Und das geht auch nicht hier, wie ich das will. Das zieht sich nämlich von alleine dann fest. Ich will nicht, dass das Küken so komisch hängt. Ach, ist auch egal. Müsste ich hier dazwischen eine Perle machen? Wartet mal, das probieren wir jetzt aus. Ja, jedenfalls habe ich ja zugenommen, seit ich wieder gesund. Also. Ich will nicht sagen gesund, aber seit es mir wieder viel, viel besser geht, habe ich zugenommen.
Und ich muss aber aufpassen, wie ich was mache, weil ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe, dass ich mal magersüchtig war. Also wer gerne da mehr darüber wissen will, schreibt mir es in die Kommentare. Könnte ich auch mal ein Video drüber machen, wenn ihr das wollt. Also nein, ich will das jetzt nicht aufzwingen, aber das sieht total bescheuert aus. Aber das würde ich auch machen. Ja? Das ist ein Thema, was einfach nicht verschwiegen werden darf. Und ja. Ach nee, ich lasse das jetzt einfach so hängen hier. Genau, da würde ich auch ein Video drüber machen. Können wir gerne mal. Ich habe da auch ein wunderbares Buch dazu. Das beschreibt das ungemein super. Ja. Also passt auf. Ja, und da muss ich halt immer aufpassen, dass ich wieder da reinstruble. So. Aber das ist jetzt gar nicht mehr so schlimm. Das ist mir hat die eine bei Instagram mal geschrieben. Eine Essstörung geht nie ganz weg. Also, ja, was heißt, die geht nie ganz weg, aber naja, ich würde dann schon hängen, wenn ich es hinhänge. Richtig. Die geht nicht ganz weg. Ja, das ist egal. Ich will jetzt nicht drüber reden. Auf jeden Fall muss ich da immer aufpassen, dass ich nicht zu viel abnehme oder dass ich eben die Reißleine zu spät mitkriege. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache wieder Sport ein bisschen. Also ich gehe nicht ins Fitnessstudio. Nein, ihr wisst ja, ich habe einen Crosstrainer. Das hatte ich euch erzählt, dass mein Mann mir den gekauft hat oder uns gekauft hat, als dann Corona war. Und ich ja eh meinen Vertrag gekündigt hatte vor Corona, Gott sei Dank, weil ich so schlimm mit dem Kopfschmerzen zu tun hatte. Und dann habe ich ja den Crosstrainer bekommen und habe ja da immer und auch da ordentlich jeden Tag Gas gegeben und ja, schlimm war es. Übelsten Stress gemacht. Und als ich dann aber krank wurde, habe ich dann nicht mehr gemacht. Ich habe auch noch Hula Hoop gemacht, bin um 4 Uhr aufgestanden jeden Morgen und habe Hula Hoop eine Stunde gemacht und dann alles andere. Ja, das habe ich ja dann alles nicht mehr gemacht. Und einfach die Knoten wieder rausmachen. Nee, dann baumelt mir das zu dolle. Also ihr seht, ihr habt Strick ohne Ende. Kugeln ohne Ende. Also ihr könntet jetzt hier tatsächlich ganz viele Kugeln dazwischen machen. Ich mache das aber nicht. Ich könnte mir den tatsächlich an mein Regal hängen. Aber ich muss hier noch ein bisschen locker machen. Und ja, und da habe ich jetzt wieder angefangen, auf den Crosstrainer eine halbe Stunde zu gehen am Tag. Je nachdem, ne, was ich schaffe. Jeden Tag am Wochenende gehe ich zum Beispiel nicht drauf. Ich habe mit den Kindern zu tun. Jetzt über die Feiertage. Wird es auch schwierig. Ja, die Ausreden, ne? Ja. Aber es ist wirklich so, ne? Teilweise weiß ich nicht, wie ich es mache. Ne? Hula Hoop würde ich ja auch gerne wieder machen, aber das geht gar nicht. Aber egal wie, ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so macht. Also diejenigen, die Sport machen, wie. Wann, wie lange, wie oft? Na, weil ich will ja mein Hobby auch nicht vernachlässigen. Ne? Also ich meine, Paint ist mir wichtiger als der Sport, aber ich muss mich ja ein bisschen sportlich betätigen. Mein Mann hier, der wird immer dünner und dünner und dünner. Muskulöser, muskulöser, muskulöser und immer dicker. Das, was der abgenommen hat, nehme ich wahrscheinlich zu oder was? Aber es ist echt krass, was mein Mann schon abgenommen hat. Ziehe ich echt einen Hut. Aber egal, nichtsdestotrotz. Ja, würde ich gerne mal wissen wollen, wie ihr das so macht, ne? Die da Sport machen. Trotz Kindern, trotz Arbeiten, trotz Hobby oder vernachlässigt ihr dann euer Hobby oder. Ja, ein Haushalt kann man gerne vernachlässigen, das ist doch wahr. Nee, das darf man nicht. Nicht, wenn man ein Kind hat. Genau, ne? Alles unter einen Hut zu kriegen, das ist schon gar nicht so einfach.
Und ich merke das halt auch, dass mich das stresst. Irgendwo in meinem Alltag, das noch unterzukriegen, dass ich doch noch Sport machen will. Mein Mann, der macht das dann halt abends. Dadurch, dass ich ihn ja nur im Büro unterstütze, muss er dann auch nicht abends mehr den Rechner. Ist auch schön. Dann macht er halt Sport. Ne? Er hat ja seine Gewichte mittlerweile auch alles zu Hause im Schlafzimmer. Und da seine Bank und alles, was er so braucht. Außer für die Beine, da geht er noch ins Fitti. Ab und an mal. Aber was halt so ist. Ja, und von daher. Frisch gefällt mir das nicht. Aber ihr seht, es ist was draus geworden. Ich klebe das jetzt mal noch zusammen hier. Dem Steinchen. Momentum. Genau. Klebe das jetzt zusammen. Und ja, und da lese ich jetzt wieder. Ha, wisst ihr, wie schön das ist? Mein Mann hatte mir noch zu Weihnachten, nee, noch zu Weihnachten war das, die letzten Bücher geschenkt, die er noch hatte da in seinem Bücherstash für mich. Und die lese ich gerade. Und das sind wieder tolle Bücher. Oh, ich liebe die. Das gefällt mir. Und da freue ich mich total, dass ich jetzt wieder lese. Also, ne, wenn ich auf dem Crosstrainer bin, lese ich dann nebenbei. Naja, und das tut mir gut, das mache ich auch. Aber manchmal bin ich schon ganz schön gestresst dann und geschafft. Aber der Ehrgeiz, ne, der ist halt da. Und es ist ja auch so, dass das Ding ja nicht billig war, da will man das ja auch nicht vernachlässigen. Wobei das auf jeden Fall sein Geld schon sein Geld schon rein hat. Aufgrund, dass ich ja, bevor ich krank war, so viel Sport gemacht habe. Genau, und jetzt lese ich halt wieder und das tut mir gut und kann ich wieder beide Hobbys machen, wenn ich auf dem Crosstrainer bin. Manchmal denkt man, oh, wie jetzt habe ich schon um, der Mist. Wenn man total vertieft ist, das Buch, ne? Und manchmal denkt man, oh, wie lange denn noch? Aber ja, das Lesen ist toll. Also ich habe es wieder entdeckt, mein zweites Hobby, das Lesen. Ich komme mal wieder dazu und das finde ich auch schön. Ja, so, jetzt zu unserem Easter Trails Event noch. Die Kette ist fertig. Ich habe mir die jetzt so abgeschnitten und hänge mir die wahrscheinlich an mein Regal, indem ich einfach die Enden dort festklebe mit Klebeband. So werde ich das tun. Und die anderen Kugeln, die werde ich einfach wieder in die Tüte machen. Und den Bastelschrank. Und dann haben die ihren Platz auch. Und werden irgendwann benutzt. Vielleicht mal für eine andere Girlande. Das ist natürlich auch eine Idee, ne? Wenn man was anderes hat. Und dadurch, dass die ja nur einseitig bepaintbar sind, übrigens das Holz, nur einseitig bepaintbar sind, ist das auch kein Problem, wenn man die ans Regal hängt. Ne? Man sieht die ja eh von der anderen Seite da nichts. Völlig okay. Sonst ist mir hier eine Murmel runtergefallen. Ich sehe sie gar nicht. So was, nee. Eieiei. Also, nochmal zum Event. Die liebe Sarah, die wird am 1. April abends irgendwann die Gewinner auslosen. Könnte schon freuen. Es sind tolle Gewinne dabei. Bin richtig neidisch, dass ich nicht mitmachen kann. Das muss ich jetzt mal sagen. Aber egal. Ihr seht, es ging fazzi-fazzi, ein paar Minuten. Und zusammengebaut haben wir es auch schon. Schnuppern nochmal am Wachs. Oh, herrlich. Mach den jetzt zu.
und werde die Steine jetzt einfach in meine Vase downkitten. Ich kitte meine Steine down. Meine schöne Vase hier. Und daraus kann ich wieder Anti-Stress-Bälle machen. Wer gerne einen haben möchte, ich mache euch gerne einen Anti-Stress-Ball für 2 Euro. Guckt ihr den doppelten Luftballon, also zweischichtig. Von daher geht das auch gar nicht so schnell kaputt. Also unsere sind noch nicht kaputt gegangen. Und die sind regelmäßig im Betrieb bei meinen Kiddies. So, das Schiffchen nicht vergessen, gibt es in meinem Shop. Könnt ihr gerne mal gucken. Und jetzt ganz neu. Zack, 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 zack. Tada. Warte mal, ich hab ihn. Das ist der Pinsel und das Löffelchen. Also ihr könnt das auch so rauslöffeln dann, ne? Oder aus eurem. Manche haben ja gar keine Slotboxen oder die haben einfach so, die man nicht einzeln aufmachen kann, sondern wo einfach der Deckel aufgeht, dann sind die Fächer und dann beim Sortieren, ne, so eine Sortierboxen. Und dann kann man das mit dem Löffel rausholen. Eigentlich auch eine tolle Idee mit dem Löffel. So, ihr Lieben, das war's schon. Ich habe euch mit einem Haufen Quark vollgelabert. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und mir zugehört habt. Und schreibt mir das gerne in die Kommentare rein, ob ihr gerne mal ein Video darüber hören wollt, wie das so ist, magersüchtig zu sein und warum und wieso und weshalb. Und wie man da wieder rauskommt. Und wie ihr das mit dem Sport macht. Das würde mich echt interessieren. Weil ich habe einfach auch gar keinen Bock drauf. Das muss ich einfach mal so sagen. Aber egal. Ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr dabei wart. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wer mich noch nicht abonniert hat, lasst gerne ein Abo da. Freue ich mich. Und seid wieder dabei, wenn es heißt, bei Mellies Penige kommt ein neues Video. Macht's gut. Tschüss.